Also ich habe gerade früher einen Kaugummi bekommen, ich muss gestehen, den habe ich runtergeschluckt. Also ich habe als Kind erfahren, das soll man nicht tun. Das schadet dem Körper. Ich muss das Zweiteres gestehen, ich habe meistens die Kaugummis runtergeschluckt. Ich hatte bis heute nicht wirklich irgendwelche Magen-Darm-Probleme. Und jetzt bitte kurz zur Ausstellung. Also dem Ausstellungstitel entnehme ich zwei Handlungsweisen, die des Sehens und die des Kauens. Zweiteres meint das Zerkleinern von Nahrungsmitteln im Mund. Gleichzeitig markiert es den Beginn eines Umwandlungsprozesses. Wir bekommen Informationen über von der Umwelt mittels Licht und Rezeptoren. Gelangen diese Informationen über die Augen ins Gehirn. Dort werden sie verarbeitet, gespeichert und werden so wiederum in den Raum zurückgeworfen. Kevan Paidas bildhauerische Hervorbringungen sind das, was uns vor Augen geführt wird. Ich würde seine Arbeiten hier in vier Gruppen unterteilen. Das eine sind seine figurativen Skulpturen, das zweite sind seine Objets trouvés, das dritte sind seine Malereien und Zeichnungen, das vierte sind seine Videoarbeiten. Von diesen sehen wir eine im letzten Raum. Es gibt etwas Verbindendes zwischen diesen Arbeiten und das sind diese aufgeblähten Objekte. Kevan Paidas hat mir erzählt, dass er vor 5 oder 6 Jahren in Teheran den Zivildienst gemacht hat oder zumindest eine Zeit lang gemacht hat. Er wurde dann befreit aufgrund eines Rückenproblems und hat in diesem Archiv Fotografien entdeckt, die wir hier sehen. Sie zeigen deutliche Bilder von getöteten Menschen nach einem Giftgasangriff. Der Kaugummi als Material in seiner Elastizität, in seiner Formbarkeit, hat er dann in verschiedenen Arbeiten übertragen. Man sieht zum Beispiel diese Schulbank aus den 20er Jahren vermutlich, die ja zur Disziplinierung der Menschen dient, um sie zu formen. Jeder hat diese Erfahrung gemacht und für die meisten war das Kauen von Kaugummi nicht erlaubt. Und trotzdem hat man es gemacht. Man hat den Kaugummi versteckt und hat ihn unter die Bank geklebt. Es gibt auch eine Brücke zu diesem Video. Ich weiß nicht, ob Sie das schon gesehen habt. Das Video zeigt Kevan, wie er sich offensichtlich den Kopf rasiert hat. Das Handtuch an den Kopf reibt fast zwanghaft und seine Finger dabei küsst, kratzt, als wäre eine rituelle Handlung dabei im Spiel. So wie ein Reinigungsprozess. Und er küsst seine Finger, seine Hände, die ja das wichtigste Instrument für einen Bildhauer sind, der vor allem sich des Modellierens bedient und auch eine hohe Qualität des Modellierens hat. Und gleichzeitig könnte es aber auch eine Danksagung, eine Entschuldigung an die Finger sein, nach oder vor einem autoerotischen Akt. Also das bleibt verborgen. Auf jeden Fall hat für mich diese Verbindung zwischen dieser Sitz, des Schulbank, oder ist es von einem Kindergarten, also ich sage genau, kann ich das jetzt gar nicht feststellen, von der Größe her, aber es ist auf jeden Fall ein Instrument zur Disziplinierung. Und diese Disziplinierung bedeutet ja auch gleichzeitig, dass man geformt wird und dass die Möglichkeit auch darin besteht, dieser Versuch der Formbarkeit entgegenzutreten und seine Individualität zu bewahren. Aber dieses Kaugummi-Kauen, dieses Material, das, nehme ich mal an,
in den 40er, 50er Jahren im europäischen Raum gekommen ist, das eine bestimmte Lässigkeit zeigt, das heißt, oder auch eine Ersatzhandlung bedeuten kann, ist eben auch ein bildhauerisches Material, das der Geber sehr, sehr geschickt verwendet oder fast obsessiv. Also er selbst bei seiner Performance, die er jetzt gerade vollzieht, man sieht Umrisse von einem Kopf, Körper. Das ist ein Kaugummi. In seinen Malereien, also ich spreche, kann jetzt nicht über die Akte sprechen, aber über diesen vierteiligen Zyklus sieht man ein Gesicht, das offensichtlich kotzt, den Kaugummi auskotzt. Man sieht rechts davon einen Löffel, auf dem auch so eine rosarote Substanz befindet, darunter eine Flamme. Man kennt das, wenn man Heroin spritzt, dann muss man vorher das Heroin auflösen. Darunter wiederum sieht man ein tierisches Wesen mit einer rosaroten Kugel und einer weißen Kugel als Auge. Er nennt das Infizierung. Und man kann da eben einen psychischen Zusammenhang wahrnehmen. Gegenüber sieht man ein Bild von einem Kind, das auch wiederum ein rosarotes Objekt betrachtet. Dies wiederum ist die Übersetzung von einem Bild aus der Zeitung, wo ein Kind ein Maultier betrachtet. Murmeltier. Ich finde auch die politische Aussage sehr markant beim Kevan, oder? Also ich finde das sehr viel, man kann den Kaugummi ja auch als amerikanisch sehen, oder? Das Produkt damals nach dem Zweiten Weltkrieg, der Kaugummi nach Europa geht. Ich glaube grundsätzlich, dass der Kunstpol politisch ist, also inwieweit das eine konkrete politische Aussage getroffen. Sich selber auf seine Welt. Die Bilder und der Vergleich, die Bilder und die. Oder ich sehe das schon sehr politisch aus. Wenn man jetzt seine Figur hinten sieht, dieses Selbstporträt mit dieser riesigen Blase. Sind es Gase aus dem eigenen Körper, die diese Blase bilden, die gleichzeitig wie ein Ballon wirkt, das heißt, er will den Raum verlassen, bleibt aber am Plafond hängen, also eine bestimmte Leichtigkeit wird sichtbar, wie eben auch am WC. Im WC sieht man auch ein Objekt, in dem Fall ist es ein Selbstporträt als Fisch. Ich kenne ein Buch, das heißt Der Fisch in uns, in diesem von einem Paläontologen geschrieben, geht es um die Erforschung der menschlichen Spezies, wo kommt der Mensch her. Und er zieht halt sehr wissenschaftliche Vergleiche mit den Fischen und dass es eben eine gemeinsame Vergangenheit gibt. Und nachdem dieser Fisch Brillen aufgesetzt hat, ist aber auch der erste Gedanke, das ist der Kevan als Fisch. Und auch hier wiederum eben diese Blase, also diese Blasenform. Taucht immer wieder auf in seinen Arbeiten. Und diese Blase ist auch diese Form, die entsteht, wenn man aus einem Kaugummi Luft und Gas reinpresst, und es entsteht diese Form der Blase. Ja, zum Schluss möchte ich eigentlich nur noch sagen, und zwar, wie hat der René Descartes gesagt, ich kaue, also bin ich. Thank you.
Danke.